Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Worlds. Na, heute wieder mit den besten Analysegästen, die sich die Welt nur wünschen kann. Das sage ich übrigens immer, egal wer da steht. Ja. Aber ihr beide seid super klasse. Leider ist Kalle nicht hier. Du willst, dass ich meine Brille aufsetze? Ja. Hast du die vorhin nicht auf? Ich glaube nicht. Willst du, dass ich klüger aussehe? Du siehst auch so klug aus, aber so ist es. Oh. Ja, Ice, Kevin sind heute wieder an meiner Seite, haben eben schon fantastisch analysiert. Bevor wir auf das nächste Spiel gucken, aber für euch nochmal die Möglichkeit mit dem Ausrufezeichen M15, Befehl im Chat. Na, ihr seht es auch unten eingeblendet. Habt ihr die Möglichkeit, einen M15 Laptop von Alienware zu gewinnen, so wie dieser wunderbare. Es ist nicht genau der, aber es wird genau so einer sein. Da findet ihr alle Infos, guckt einfach in den Chat. Na, die Mods werden euch im Zweifel zwar auch ein bisschen helfen. Ich gebe denen immer ein bisschen mehr Arbeit. Jungs, das Ding kostet 2000 Euro. Es ist insane. Ihr müsst nichts dafür machen, außer da mal reinzuschauen. Es ist einfach insane. Genauso wie das nächste Spiel wahrscheinlich insane werden wird. Denn wir haben Splice, die gegen das J-Team antreten. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen reingehört, wie das Ganze aussieht. Jetzt gucken wir aber rein, wie das Ganze aussehen wird, denn die Pick-and-Ban-Phase geht los. Oh, das war auf jeden Fall ziemlich zackig. Ja, Slot, natürlich. Slot. Ja, und da habe ich schon von so ein bisschen gesagt. Splice gestern, nee, vorgestern, gestern war ja frei, auf Midlane und Support nicht unbedingt die beste Performance. Also da würde ich mir heute mehr wünschen. Ich finde auch, bei ihnen hängt es immer sehr von den individuellen Leistungen am Tage ab. Also Splice ist wirklich sautagesformabhängig. Ja. Ja, das haben wir auch gesehen in der LEC. Ne? Viele haben nicht damit gerechnet, dass Splice überhaupt so weit kommen wird. Jetzt spielen sie vielleicht sogar ein bisschen besser als Fnatic. Auf jeden Fall sehen wir wieder Standard-Buns. Gibt es gegen Splice oder das J-Team irgendwas Spezielles, was man rausnehmen muss, Kevin? Also Panther muss rausgenommen werden, Syndra ist, naja, was ganz Spezielles, würde ich nicht sagen, dass das J-Team irgendwie da was hat, was man unbedingt machen muss, was sie immer spielen, was immer sick ist. Mhm. Ich denke, das sind so eher die allgemeinen Buns, die wirklich stark sind aktuell. Qiyana gegen Xerxe haben wir gesehen, auch schon im Play-Ins, starke Performances. Nautilus muss man nicht gegenspielen, wenn man eine eigene Komposition schon im Kopf hat. Offen. Xayah Raka nicht mehr möglich, dafür wurde Xayah schon rausgenommen. Kaiser könnte man theoretisch auch mitnehmen. Race oder die Toplane-Version. Quinn, Toplane haben wir auch schon gesehen, ne? Ist ja auch wieder ein hier in der Gruppenphase schon? Quinn Top? Also ich glaube nicht, Quinn haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Nicht in der Gruppenphase zwingt, also ich glaube in den Play-Ins war das. Aber wir haben sie auf jeden Fall schon gesehen. Da, jetzt bin ich gespannt. Koppe wird da auf jeden Fall AD Carry als Antwort nehmen. Er ist auch einer der wenigen AD Carries, der sich da noch nicht so metakonform angepasst hat und so sehr gerne auf die AP Carries zurückgreift. Dementsprechend ist Kaiser die einzige mögliche Antwort, die noch bleibt, wenn man da zumindest noch Anschluss finden möchte an Xayah. Kaiser Gragas, so die beliebteste Rotation, wenn Nautilus gebannt ist. Gangplank auch sehr oft oder sehr gern gesehen. Ist aber leider gebannt. Leona mit Northgrin ist ja auch mal sowas, was er gerne auspackt. Kragas it is. Ja, hast du richtig predicted, ne? Der Champion natürlich stark, flexibel. Das ist natürlich auch wichtig, dass man derzeit ein bisschen flexen kann. Jarvan. Schöne Antwort. Ja. Jarvan war da schon immer so ein bisschen der Softie-Killer im Early. Level 2 schon sehr gankaktiv, hat einen sehr guten Grundschaden, nicht zuletzt auch über die Passive. Das unterschätzt man dann doch mal ganz gerne, wenn da auf Level 2 die EQ-Kombo sitzt. Dann tut es schon weh. Vor allen Dingen zwingt er auch, wenn er Red Side oder beim Red Buff startet, immer die Solo-Laner extrem defensiv zu spielen, weil sie halt diesen Level 2-Gank immer respektieren müssen. Woher kommt es, dass wir Kayle inzwischen so häufig sehen? Ich meine, sie hat eine 75-prozentige Winrate, also sie ist wirklich stark. Aber es hat sich jetzt erst in der Gruppenphase so wirklich rausgetan. Also es wurde schon ein bisschen davor öfter in Solo gespielt. Mhm. Einfach weil der Buff kam, dass, oder der Change kam, dass er auf Level 6 schon Range kam. Und nicht mehr erst mit Level 11. Das macht sie halt brutal viable für das Early Game auch, weil sie so früh ihre Phase erreicht, wo sie halt normal farmen kann. Und einfach diese Item-Build mit diesen ganzen aggressiven Champion, die man mittlerweile sieht, plus die Ultimate, kann halt insane Combos dagegen nehmen. Und es ist halt eine Art Kassadin, das heißt, er scaled nebenbei noch insane gut ins Late Game oder sie. Wir haben ja auch häufig die Kayle-Kaiser-Kombo gesehen, die ganz gut funktioniert, mit dieser Suicide-Kaiser, die sehr aggressiv reingeht. Hat man hier jetzt Kayle unter anderem gepickt, um sie Splice zu dienen? Boah, das glaube ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Du darfst auch nicht vergessen, dass Kayle immer für dich noch ein Triple Flex ist. Mhm. Sie sich bis dahin noch sehr, sehr viele Möglichkeiten offen lassen. In dem Fall ist es jetzt kein Triple Flex, weil Xayah ist kein Flex-Pick. Die geht definitiv auf die Botlane, aber für Top und Mitte jeweils noch eine solide Lösung. Und einen der beiden Picks muss Splice ja schon zeigen. Dann können sie immer noch entscheiden, okay, schicke ich jetzt Kayle in das Matchup oder habe ich halt immer noch eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Ich denke, da ist Scale immer eine sehr gute Möglichkeit. Tristana wurde jetzt hier noch rausgenommen. Ist ehrlich gesagt, naja, wenn du nicht gegen Lane möchtest, dein Champion-Pool nicht sagt, dass du halt einen Syndra, einen Yasuo spielst in der Mitte, welche der wenigen Champions, und Syndra ist halt unter anderem gebannt, dann kriegst du mit Tristana schnell Probleme. Sie hat da wenig Champions, die sehr, sehr gut gegen sie im Early funktionieren. Und die Champions, die funktionieren würden, das ist ähnlich wie mit Ranked Top Lane, sind zurzeit sehr off-Meter. Ja, man hat hier den Thresh jetzt bei Splice gepickt für die Support-Position, selber Morgana und Blitzcrank gebannt. Was bleibt da jetzt noch großartig übrig, Kevin? Was übrig bleibt? Mit Xayah zusammen? Na, Xayah zusammen, also wir haben sehen auch, also Alistar könnte noch eine Möglichkeit sein, Leona natürlich noch. Mhm.
Das sind so die noch Favorite Melee-Picks, wenn sie noch Engage brauchen. Ein bisschen zu risky? Könnte man auch gehen, ich habe halt keinen Plan, wie das Matchup aussieht. Also ich glaube, Karma wäre actually fine. Also ich bin auch ein ganz großer Karma-Fan, wenn man sie reinpicken kann und sie halt nicht unbedingt allein unterwegs ist. Der Movement Speed hilft dir sehr, sehr oft, sowas wie Hooks auch dodgen zu können. Und du kriegst halt über Karma sehr viel Botlane-Pressure auch zusammen. Also Xayah und Karma wird für Splice keine Chance sein, da irgendwie gegen zu pressuren. Ich würde auch eine Nami feiern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach eine Nami, die Landing Phase sollte fein sein, wenn du dich unbedingt gucken lässt. Mhm. Das ist halt das Schwierigste wahrscheinlich. Aber ich glaube später mit der Wombo-Kombo, also mit der Jarvan-Ultimate, dazu Kayle-Ultimate, dazu noch eine Nami-Wave oder sowas. Ein bisschen Sustain kann man ganz gut siegen. Jetzt mit dem Klett natürlich nicht mehr so geil, aber Ich muss sagen, ich finde Alistar auch gut, du hast ja eben schon angesprochen. Du bist gegen Thresh absolut solide. Wenn du später mal gehuckt wirst, Ultimate aktiviert, bist du sofort wieder raus, bist halt mehr als genug tanky. Und vor allen Dingen hat er, finde ich, und das ist dir ganz wichtig, einen sehr wichtigen CC gegen den Gnar. Weil Gnar ja mal versucht ins Team reinzukommen, der mit einem Headbutt einfach Gnar wieder aus dem Team rauswerfen kann, selbst wenn er dabei ist, Megaformen zu aktivieren. Sogar canceln. Ja, kannst sogar canceln. Wodurch du halt, finde ich, sehr viel mehr Freiheiten im Teamfight aufbauen kannst. Wird vor allen Dingen wichtig, dass da Koala richtig positioniert ist. Das haben wir schon häufig gesehen, dass das funktioniert. Wir haben jetzt noch als Late-Game-Absicherung so ein bisschen Cassiopeia. Die kann auch eigentlich ziemlich free scalen, farmen. Na, Kayle sollte da am Anfang noch nicht zu viel Druck ausüben. Ist es die Win-Kombo für Splice jetzt? Haben sie damit die Möglichkeit, über Teamfight etc. zu gewinnen? Oder gibt ihr es doch eher dem JT? Also ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, auch in der Hinrunde, warum so wenig Cassiopeia gepickt wird gegen so viele Melee-lastige Jumpy-Kombos. Mhm. Weil ich sie doch so als Counter-Pick eigentlich dagegen einschätze, besonders später, weil so viel Combo wie auch diese reingehen möchte. Also sie möchte engagen und da finde ich Cassiopeia brutal OP dagegen als Counter-Engage. Landing Phase gegen Kayle auch sehr stark hier. Also Team-Composition gefällt mir gut von Splice, ist jetzt nur die Frage, ob sie es exekutieren können. Ja, aber ich muss auch sagen, mir gefällt das auf beiden Seiten sehr gut. Also ich sehe die Botlane so ein bisschen bei CJ, auf der anderen Seite sehe ich Midlane, Cassio, bin ich voll auf deiner Seite, finde ich auch momentan bombastisch stark und wir haben auch schon, ich glaube das war sogar Humanoid, der halt richtige 1v9-Performance schon mit Cassio gezeigt hat. Ich glaube trotzdem, dass der Draft hier sehr gleich auf ist. Ja, ich sehe auch Splice tatsächlich ziemlich gut dastehend, aber ne, ich habe für J-Team getippt. Also guck mal, was passiert. Wir geben direkt ab an unsere wunderbaren beiden Caster, Clarks und Kernos, die das Ganze wieder für euch kommentieren werden. Ja, spam das Keck to support the snack. Keck wie in den Chat dafür, Leute. Ja, Splice gegen J-Team jetzt hier in dem Fall. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass Norskeren nicht wieder einen Dive-Champ bekommen hat als Supporter. Ja. Das ging nämlich ein bisschen nach hinten los in den letzten Spielen. Generell, der Draft von Splice hat mir deutlich besser gefallen. Ja, gefällt mir auch. Also, wurde ja schon ein bisschen so herausgearbeitet. Ich finde auch beide mit ähnlichen Ansätzen. Beide ja auch sehr langsame Teams. Also zum Vergleich, J-Team braucht im Schnitt bisher knapp 40 Minuten, Splice bei 37. Da sind sie schon bei den etwas langsameren Teams unterwegs. Wir können uns also auch hier wieder auf, glaube ich, eine Late-Game-Schlacht vorbereiten. Zumindest wenn das Early-Game dieses Mal für Splice ein bisschen sicherer läuft. Auf beiden Seiten hat man eben sehr viele Möglichkeiten. Auf der einen Seite eben die Kayle, auf der anderen Seite eben natürlich die Kaiser und die Cassiopeia. Interessant wird es, finde ich, Top-Lane, weil ich kann Klett Gnar schwierig einschätzen. Klett hat ja nochmal einen kleineren Buff bekommen, hat ja auch nochmal mit den Ketten sehr viel Utility und weil wie sieht Chachi, muss man eben auch mal aufpassen. Er ist zwar ein sehr solider Top-Laner, finde ich, also er hat sehr gute Durchschnittswerte, was eben den Schaden pro Minute angeht, Farmwerte angeht und ist eben auch ein sehr sicherer Spieler, der aber durchaus auch traden kann. Also er mit Gnar aber eben kalkulierbar. Du weißt immer, wann kommt die Mega-Gnar-Form, wann kann Splice hier wirklich vielleicht für den Play gehen und dann darf man eben Splice nicht fighten. Auf der anderen Seite hast du dann auch immer eine Zeitspanne, wo du selber aktiv vielleicht auch in einem Objekt spielen kannst. Bin sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird, aber erstmal hoffe ich natürlich, dass EU hier vielleicht zurückschlägt. Ja, Leute, wir werden sehen, ob Splice das Ganze machen kann. Macht auf jeden Fall ordentlich Stimmung für die Jungs. Sie wollen natürlich, dass möglichst viele EU-Teams in die nächste Runde kommen und Splice hat einfach noch alle Möglichkeiten offen. Ich meine, sie haben noch 3 Spiele vor sich. Klar, gegen FPX wird es besonders schwer, aber J-Team und Game sind definitiv Teams, die sie schlagen können, wenn nicht sogar müssen. Und deshalb hier schön nochmal Splice anfeuern. Die Grundstruktur dafür ist gelegt mit diesem Draft. Jetzt müssen sie das Ganze eben nur noch exekutieren können. Mal gucken, wie die Tagesverfassung ist. Zum Beispiel auch von dem guten Mann, den wir unten eingeblendet sehen, Humanoid. Wurde vorhin schon gesagt, seine Cassiopeia zum Beispiel im LEC-Split hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Also gerade im LEC-Split, Humanoid extrem stark. Hier oben sieht Chachi, da spielt das mal ein bisschen. Er ist halt unangenehm. Weil es könnte sogar mehr als unangenehm werden. Ja, Ward auch nochmal gestellt. Rest geht da gut nach vorne. Der Schaden geht durch. Xerxe. Hat der mit 2? Ja, der kommt jetzt mit der hinterher. Rest hat kein Flash mehr. Der ist nämlich aggressiv hinterhergegangen. Und Xerxe, der wird sich jetzt gleich das First Blood holen wollen zusammen mit Visichachi. Und da hat sich Rest einfach überschätzt. Und somit Splice hier 1-0 vorne. Das ist ein Start, den man braucht. Aber auf der anderen Seite, was zur Hölle macht Klett? Ja, ich meine, du hattest kein Trinket eingesetzt.
um zu wissen, okay, wo startet Gragas hier? Und dann so aggressiv zu gehen, fragwürdig. Dass man generell so weit chased war, erstmal schon risikoreich, dass du aber am Ende den Flash bekommen hast, war fein, aber dann musst du dich hier zurückziehen, würde ich mit dem Flash-Urteil spielen. Dadurch hat man jetzt hier direkt Xerxe und First Blood gegeben und Xerxe durchaus auch Dreh- und Angelpunkt, finde ich, bei Splice, weil klar, du hast einen sehr starken Midlaner, du hast im Late-Game auch einen Carry mit Cobble, der Spiele alleine auf seinen Schultern tragen kann, aber ich finde gerade im Early-Game, im Mid-Game Xerxe jemand, der sehr gut covern kann, der sehr gut auch das Pathing vom Gegner scoutet und dadurch auch immer wieder 2-gegen-2 Situationen forciert, die er jetzt noch besser spielen kann. Na, mal schauen, Hana, der wird hier durch einen Ward entdeckt, beziehungsweise kann das Ganze klären, aber wie sieht Chachi, der hat natürlich Augen und der sieht, dass er sich deshalb ein bisschen defensiver aufhalten muss. Da, ne? Ja, geht weg, aber Hana, der wird sich den Red jetzt holen, Gragas. Der orientiert sich gar nicht nach oben, so wie es gerade noch aussieht. Kann einfach auf die Botset gehen, denn er ist eben auch erst von der Botset weg. Topset meine ich. Ist er gerade erst weg. Weiß jetzt, okay, Jarvin hat gerade top geklärt. Der wird sehr wahrscheinlich in meinen Jungle kommen. Wenn ich ihn jetzt treffe, könnte das sehr brenzlig werden. Deshalb hier diese Rotation Richtung Botset jetzt deutlich besser. Klar, er hat jetzt keinen Red Buff. Ist für Gragas an sich erstmal nicht so angenehm, aber durch den Kill ist er trotzdem insgesamt sehr gut mit aufgestellt. Ja, genau. Also ist, glaube ich, ein Trade, den er einfach im Pathing her in Kauf genommen hat, um besser effektiv Botzeit zu sein. Die Krabbe wird man sich hier unten auch holen können. Trotzdem natürlich kleinerer Vorteil, könnte man sagen, für Jarvan, der aber auch seinen Botzeit-Jungle noch hat, ne? Und der ist jetzt Topside. Also wenn man das scoutet, kann Gragas ja auch wirklich aktiv jetzt Counter-Jungeln gehen. Vor allem, wenn er jetzt gleich hier vielleicht mit oder Top-Lane-Gang gehen möchte. Genau, allerdings gerade sehr gut unter dem Tower gedrückt. Ich kann mir vorstellen, dass Xerxe jetzt vielleicht auch mal die Äugchen aufmacht und hier auch was findet. Ja, erstmal findet er einen Ward und muss das auch erstmal clearen. Northgren, na, auf Dreisch hat er in der Play-In-Phase schon ein, zwei sehr gute Games gehabt und jetzt jemand will für den Dive gehen. Der Hook muss natürlich sehen, das tut er auch sehr schön. Das fasst ihn von so mit dem Schaden, aber die Federn auch gut platzieren. Northgren, oh, der kann sogar echt gut den Flash-Kombo nochmal. Reicht aber nicht aus. Northgren überlegt das Ganze fürs Erste, muss da aber mit seinem Flash antworten. Also Koala hier sehr aggressiv im richtigen Moment. Hana wäre jetzt noch dazu. Sicherheit, ja, okay, das ist ein sehr komisch platziertes Mord. Da hat sich Koala ein bisschen, ja, dachte, sein Arm wäre länger. Aber insgesamt Dive gut abgewendet auf Seiten von JT. Ja, man muss halt sagen, man hat den Heal von Xayah auch noch bekommen. Also Summer Spell technisch sogar ein besserer Trade hier gerade für Splice. Aber natürlich sehr schade für Xerxe, dass man den Jungle nicht gescoutet hat. Also ich hätte man vielleicht nochmal even gehen können. Hana jetzt auch, da sieht man längst durch das Trinket. Da wird nicht so viel passieren, aber ja, vielleicht aber kann man Splice sogar Hana kommt, holen. Also wenn Thresh hier von hinten Nook trifft, wäre hier einiges drin. Das macht Xerxe ja auch sehr gut. Er weiß genau, wo die Vision hinreichen könnte, eben auf Seiten von JT. Und jetzt geht man ran. Hana, der weiß eben nicht, dass man ihn sieht. Das hat man schon gemacht. Flash am Ende um den Hook. Teleport? Zu weichen da oben. Juna, kommt mit seinem Teleport dazu. Die Pfütze ist gelegt. Deshalb kommt man erstmal nicht weg. Der Schaden reicht doch raus. Und Humanoid holt sich hier den zweiten Kill für Splice. Stark gemacht. Schön beantwortet. Auch gut mit der Vision gespielt. Also, wie lange Xerxe quasi einfach straight auf die Lane läuft, weil er darauf spekuliert, dass auf der anderen Seite die Info nicht da ist, dass er eben gesehen wird. Also und vor allem, er verliert nichts in der Mitte. Das ist super wichtig, dass er in der Mitte keine Ressourcen verliert, hat hier auch Fofo auf einem sehr, sehr guten Timing erwischt, um wirklich diesen Teleport-Bordzeit einsetzen zu können über die Pfütze ohne Flash. Kommt Alistair nun mal einfach nicht weg. Auch schön, dass Knight nochmal von Cobb, um das Ganze wirklich zu unterstützen. Und damit ist Splice jetzt hier wirklich gut im Saft. Sie sind es allerdings auch im Schnitt, muss man sagen, Minute 15 mit 900 Gold vorne. Sie schaffen es selten im Midgame zu snowballen. Das haben wir auch schon in der LEC gesehen, dass sie gerne bewusst Tempo rausnehmen. Schauen wir uns diesen Play nochmal an. Also erstmal schön von Xerxe gemacht, man wartet auf den Teleport wirklich und jetzt sucht man hier den All-In. Erstmal den Flash bekommen, aber jetzt swappt man das Ziel und das ist eben ganz wichtig. Man weiß, Koala hat keinen Flash, Humanoid, Teleport wirklich perfekt gesetzt und dass der Snipe von Cobb das nochmal unterstützt, ist natürlich sehr akkurat gespielt. Dadurch bekommt man den Kill am Ende und kann jetzt die Mitte vielleicht auch noch ein bisschen aggressiver bespielen. Humanoid ist ja jemand, der unglaublich viele individuelle Solo-Kills macht, haben wir auch in der LEC gesehen, war glaube ich auf Platz 2 hinter Caps mit glaube ich 13, 15 Solo-Kills im Split. Was man über Humanoid einfach sagen muss, ist, dass er eben ähnlich wie Caps auch immer so versucht bis zur Grenze zu gehen, also er testet seine Limits, geht sehr weit nach vorne. Und klar, das geht auch oft nach hinten los, das haben wir auch schon in den Play-Ins gesehen oder auch in der ersten Hälfte der Gruppenphase, dass eben teilweise ein Humanoid auch an Positionen stirbt. Das darf einfach nicht sein, aber genauso kann er Games eben auch andersrum übernehmen, dass er eben dadurch, dass er an Positionen ist, wo ihn keiner erwartet, einen Kill mitnimmt oder ähnliches. Und das zeichnet ihn so ein bisschen aus. Hier mit Cassiopeia hat er natürlich auch eine gute Grundvoraussetzung, vor allem jetzt eben dadurch, dass er den ersten Kill bekommen hat. Träne kann er jetzt schon stacken und. Also es läuft sehr gut. Auf Topside, da läuft es gerade noch nicht so. Xerxe versucht da zu unterstützen, aber kommt da nicht für den Gang durch. Ja, aber es ist erstmal fein. Also man baut hier gerade vor allem die River-Kontrolle auf. Dadurch, dass man die Mitte vorne hat, dadurch, dass genau auch gerade nicht reingedrückt wird, kann man hier wirklich Wards stellen, Vision aufbauen. Der Blue Buff ebenfalls hat Jarvan's Botzel. Vielleicht kann man den sogar contesten. Kale pusht allerdings gerade die Mitte ein bisschen rein. Da muss Humanoid eventuell aufpassen, hat aber noch Flash. Und eine Level 6 Cassio mit Flash zu Tower Diven ist mehr als riskant. Sollte man eher von absehen. Wir haben jetzt sehr viel über die Aggressivität von
Splice gesprochen, wie sie das bisher sehr schön gemacht haben. Aber gleichzeitig haben sie damit auch J-Team so ein bisschen in den Zahn gezogen. J-Team kommt normalerweise über unglaublich aggressive Plays, über aggressive Lanes. Sie sind wirklich das Team in der Gruppe, das mit Abstand den höchsten Damage per Minute-Wert hat. Bei fast 2200 sind sie da. 2 gegen 2 ist die mögliche Stärkste, geht für die Gang. Hana ist aber auch da und deshalb zieht man sich im Endeffekt zurück. Bauchrahme defensiv genutzt. Ja, das sind auch die Momente, die du vorhin schon angeschnitten hast, dass das Xerxe immer da ist oder gefühlt immer da ist, gerade im Early Game, wo eben der Gegner Jungler ist. Teilweise natürlich bewusst, häufig aber auch einfach ist es diese Intuition, die ihn dann dahin treibt. Und das lief sehr gut, jetzt wird er hier zwar nochmal entdeckt, das ist natürlich ärgerlich, aber genau. Wo ich gerade, um vielleicht meinen Gedanken von vorhin nochmal aufzugreifen, hinaus wollte, ist, dass Splice bei weitem defensiver steht. Aber dadurch, dass sie jetzt vorne sind, kann J-Team nicht mehr ganz so aggressiv die Lanes bespielen und für diese schnellen, krassen Fights gehen, um wirklich Kills zu holen, das Game zu snowballen. Dadurch haben sie so ein bisschen die Spielweise von J-Team jetzt schon nach hinten gebracht. Und jetzt die Frage, können sie das Ganze nochmal mit playtechnisch nach vorne bringen? Sonst sehe ich hier wirklich gerade riesengroße Vorteile vom Spielstil auch für Splice. Ja, definitiv. Was jetzt gerade nochmal sehr gut war, war die Vision, die man aufgestellt hat. Denn so konnte man sehen, dass eben auch die gute Koala hier auf dem Weg Richtung Mitte war, um eben Humanoid wegzudiven. Das haben wir nicht gemacht. Norskirin, der wird jetzt gleich Koala entdecken, beziehungsweise kann ihn so ein bisschen den Weg abschneiden. Wieder Hana, der Red Buff. Der will den Red Buff haben. Aber ich meine, es ist wichtig. Hana noch Level 4 wird, glaube ich, jetzt Level 5 erreichen mit dem Buff. Aber weißt du, wer schon Level 6 ist? Xerxe. Ja, er hat da wirklich die bessere Route gewählt, beziehungsweise hat auch einfach dadurch, dass er sich early schon entschieden hat, ja, den Buff gebe ich ab, um einfach auf der anderen Seite ein bisschen mehr mitnehmen zu können. Er hat da immer die richtigen Entscheidungen getroffen bisher und das zeichnet sich hier deshalb eben auch aus. Ein ganzes Level vor, also es ist halt wirklich ein ganzes Level. Es ist nicht nur, dass er jetzt kurzzeitig Level 6 ist, während Hana Level 5 ist, weil Xerxe wird sehr wahrscheinlich Level 7 werden, zu einer Zeit, zu der Hana Level 6 wird. Also das ist schon ein guter Vorsprung. Die Frage ist, was macht man jetzt da draus? Hier oben Chachi gegen Rest. Ja, wir haben bisher so ein paar kleine, aggressivere Trades gesehen, aber da war noch nichts dabei, was irgendwie nennenswert war. Da wird es wahrscheinlich auch eher darauf hinauslaufen, dass man irgendwann mal zur anderen Lane TP oder dass vielleicht ein 2 gegen 2 entsteht. Aber Toplane ist in dem Spiel definitiv eine Insel. Ja, denke ich auch, sehe ich ähnlich. Interessant wird es eben nochmal, wenn in einer Minute der Herald da ist, wer sich wirklich die Prio sichern kann, wer hat die River-Kontrolle dadurch. Und dann auch diesen Herald vielleicht einzusammeln. Interessanter jetzt erstmal, finde ich, ist der Bergdrache, weil ich finde, dass Splice eine Kombination hat, mit der man unglaublich schnell einen Baron machen kann. Du hast eine Cassio, du hast eine Kaiser. Was willst du mehr, um wirklich Objekte, neutrale Objekte schnell einzusammeln? Und dann dieser Bonus-Damage wirklich durch den Bergdrachen an diesen Objekten wäre natürlich immens viel wert. Da kannst du auch deutlich früher mal einen Sneaky Nash machen, wenn du die richtigen Konstellationen an Baron wirklich zur Verfügung hast. Ja, definitiv. Und deshalb sehen wir auch die Rotation direkt schon hin. Xerxe wird die Vision jetzt vorbereiten. Norskirin ist auch schon ein bisschen weiter vorne auf dem Weg. Klärt hier in der Mitte nochmal. Könnte eventuell für einen Gank, denn wenn du jetzt hier einen Kill bekommst, dann hast du definitiv einen riesen Vorteil beim Drachen. Man scheucht aber Vorfunk hier nur zurück, also mehr als das ist es nicht, aber es reicht aus, denn so hast du den Vorteil, du bist zuerst im Drachen, kannst ihn jetzt schon starten. Eine effektive Antwort ist auf der anderen Seite nicht gegeben, den Javin zu nehmen. Ja. Also wunderschön gespielt von Splice, es ging hier wirklich nur um die Prio. Thresh hat das Ganze gecovert, einen Kill wollte man nicht bekommen, maximal vermutlich eher einen Flash. Und in dem Fall hat man aber das Basismodell bekommen, und zwar den Drachen. Botseiter wurde ebenfalls von Kobbe sehr schön rausgepusht. Und was wir auch in diesem Spiel haben, ist, dass Kobbe keinen Teleport mit hat. Das heißt, wir haben dieses Mal auf den Eddie Carry Position wirklich auf beiden Seiten hier, ja, regelmäßig auf Xayah und Kaiser einen Teleport. Jetzt könnte man trotzdem aggressiv demnächst für den Herald rotieren. Cross-Night-Play war gerade noch nicht möglich, beziehungsweise war halt, wenn man Punkt 10 da gewesen wäre, wäre es möglich gewesen, aber man war vom Zeitpunkt her für diesen Bergdrachen auch wirklich noch sehr schön dabei. Ja, wir sind goldtechnisch. Also die Top 4 von Splice zeichnen sich da ab, sind alle vorne. Humanoid ist in der Mitte sehr aggressiv, Hana ist ebenfalls da. Man weiß das eben. Boah, und dadurch, dass Xerxe abdeckt, kann man da weiter gehen. Die KO und jetzt aber das Fass mit der Stopwatch hier, aber nochmal gut. Dem ganzen Entgang, dem Schaden ausgewichen, aber das Gift, nee, das war nicht das Gift, das war ein E. Auf jeden Fall kam nochmal ein Proc durch, aber es reicht nicht für den Kill. Trotzdem sehr viel bekommen auf Seiten von Splice, eben von der K hier. Fofo musste da flashen, ist kurz davor auch schon TP'd, muss ich jetzt eigentlich zurückziehen. Er hat nichts mehr. Wenn er hier vorne bleibt, klar, er hat seinen Heal und es dauert zwar ein bisschen, bis er sich hochgeht, aber theoretisch könnte er bleiben. Wir werden aber wahrscheinlich gleich sehen, dass er sich zurückbegibt. Xerxe, ja, der sprintet jetzt los und der könnte entweder für einen Herald gehen, könnte für einen Top-Dive gehen. Hat er auf jeden Fall alle Möglichkeiten offen, denn man weiß, Javin und Kay können nicht antworten. Teleports sind zur Verfügung, man erkennt das Ganze, aber du hast schon nicht angesprochen, du hast den Push und jetzt kommt der Teleport. Die auch noch mit dazu von Humanoids, die wollen Resty haben. Ich meine, das ist ein Klett, der kann das mounten, aber er ist jetzt nicht mal mehr unterm Turm. Warum lässt du das, er lässt dich ja nicht mal diven, weil er vom Turm weggeht. Das ist ein cleaner Kay, das ist stark gemacht von Splice. Klar,
Er wäre wahrscheinlich so oder so gestorben, aber vielleicht hätte er unter dem Turm ein bisschen was mitnehmen können. Deshalb hier fragwürdige Entscheidung. Und Splice macht einfach weiter Tempo. Geht jetzt zum Harriet. Humanoid muss da aufpassen, denn der wird von Koala engaged. Die kommen unter Kataklysmus drauf. Er flasht immer davon, aber der Schaden reicht aus. Shutdown Gold geht ja aber an Koala, was natürlich nicht optimal ist. Trotzdem aber gut für JT, dass sie den Harriet abbrechen können. Ja, definitiv, aber hier leider nicht ganz sauber gespielt von Splice. Er ist natürlich wunderschöner Topside-Dive. Teleport bestraft dir quasi auch so ein bisschen das Fofo keinen mehr hatte und das Humanoid dazustoßen konnte. Aber dass du dann nicht erstmal für die Vision-Kontrolle Topside wirklich gehst, die Mitte rauspusht und dann wirklich die Sicherheit, diesen Harriet auszuspielen, war ein bisschen zu riskant, hat man schön bestraft und am Ende auch einen Shutdown bekommen. Wir sehen wie die Szene nochmal. Schöner Award hier nochmal von Xerx. Du hast die Minion Wave. Also Rest hatte ich keine Chance, irgendwie rauszukommen. Hat ja auch kein Flash zur Verfügung und damit hat man sich hier sicher diesen Kill abgeholt. Ich frage mich trotzdem, warum man nicht einfach versucht, in den Turm zu bleiben. Ja, naja, klar, aber hier, das verstehe ich jetzt halt nicht. Du hast keine Informationen, du siehst Kayle in der Mitte, du weißt nicht, wo der Jungler ist, du hast keine Wards und dann darfst du das schlicht und ergreifend so nicht spielen. Ja, ich denke mal, das war einfach ein Kommunikationsfehler, wird wahrscheinlich auch von der Botlane nicht gekommen sein, hey, da könnte jemand fehlen, das war vielleicht ein bisschen unüberlegt, aber ich stimme dir zu. Also das darf Humanoid so nicht passieren. Entweder, wenn er keine Info hat, geht er da gar nicht lang oder er fragt halt nach, hey Leute, ja, wo ist ein neuer Alistar? Vor allem sein Vorteil, den er sich gerade erspielt hat durch den Midlane-Play, den er wirklich rausgehauen hat, ist jetzt so ein bisschen verspielt. Ne? Er ist jetzt selber flashlos. Klar, er hat die Stopwatch noch von Kayle bekommen, das ist auch unglaublich wichtig, weil damit kann er sich überhaupt nicht mehr retten, außer durch die Ultimate. Aber das war natürlich ein sehr schönes Ding, um die Mitte jetzt bullien zu können. Wirklich überall Map-Kontrolle aufzubauen und die nächsten Minuten auch rotieren zu können, wie man will. Jetzt dagegen wieder ausgeglichen, jetzt muss man selber sogar wieder aufpassen. Ja, definitiv, wir sehen, kommen wir wieder auf dem Weg auf die Botlane. Der ist hier weiter fleißig am Farm, ist da aber recht even neben mit seinem Gegenüber Lil V oder Leaf. Der ist hier gleich auf. Mal gucken, wer sich da später noch durchsetzen kann. Wir können natürlich ein paar Chance, der Crowd durch. Wir können natürlich im Chat auch weiter fleißig spammen, Leute. Splice, ihr habt gemerkt, gerade gab es so einen kleinen Strauchler, das glaube ich, weil ihr nicht genug gespammt habt. Deshalb macht weiter Lärm für Splice. Wir wollen, dass die EU-Teams in die nächste Runde kommen. Deshalb, ja, Jankos hat so schön im Interview gesagt, ja, warum Rivalität? Ja, der Westen soll weiterkommen. Ja, der Westen soll gewinnen. Dazu gehört eben Splice und deshalb sind die jetzt hier am Harriet, um das Ganze eben einzuleiten. Und jetzt haben sie eben das Ganze sehr schön sauber gespielt, wie ich finde. Jetzt haben sie die Vision aufgebaut, haben eine schöne Rotation gesetzt, Top und Mitte rausgepusht, verlieren keine Ressourcen, dadurch jetzt nochmal Tempo bekommen. Platten gibt es leider nicht mehr, aber den ersten Turm könnte man Topside eben schon bekommen. Da würde ich den Harriet nicht mehr einsetzen, sondern im besten Falle eben um die Mitte herum einsetzen. Oder natürlich auch, um den nächsten Drachen sich zu sichern. Wobei es ein Meeresdrache, da muss man sogar gucken, ob man den nicht vielleicht besser traden kann. Mal schauen. Der Turm hier unten erstmal angegangen. Harriet sogar beschworen. Man will direkt in der Mitte ein bisschen Gold bekommen. Toplane-Turm ist ihm auch schon gefallen. Also der erste Turm ist eben bei Splice. Jetzt auf der Botlane. Ja, wenn du den verlierst, ist halt vollkommen fein. Das interessiert Splice gar nicht mehr. Klettert jetzt in die Mitte, aber Humanoid wird durch die Laterne nochmal nach hinten gezogen. Man connectet trotzdem der Hook. Da geht er ein bisschen ins Leere. Also da hätten auch ein bisschen geduldiger sein müssen oder schneller sein müssen. So wird das Ganze nichts. Aber trotzdem, Harriet durchbekommen, hast in der Mitte nochmal gut Druck gemacht. Der Turm steht zwar noch, aber dadurch, dass er jetzt so low ist, kannst du eben in naher Zukunft zum Beispiel mit deinem Bergdrachen den sehr schnell zerstören. Vor allem Bot steht auch noch. Ja, also das war wirklich wunderbar gespielt von Splice. Sie haben diesen Teleport-Vorteil gerade, auch wie sie Chargen, die er sein eben noch zur Verfügung hat, durch den Tower Dive Dresden sein verloren. Und jetzt spielen sie wirklich aktiv um die Sidelanes. Und das machen sie wirklich genial. Die haben gesehen, okay, Topside-Turm verloren. Klett muss in die Mitte rotieren, um den Harris zu verteidigen. Dadurch ist man am T2-Turm. Botside muss man ebenfalls die Leute abziehen. Und dann reicht der Schaden von Lilith leider nicht ganz aus, um den Turm einzunehmen. Und dadurch wieder Tempo-Vorteil für Splice, die auch langsam in Goldvorteil ausbauen. Sie sind jetzt so bei 2.500 Gold. Das ist wirklich gut und ich kann wirklich nochmal betonen, J-Team ist das aggressivste Team der Gruppe und wenn sie ihren Spielstil jetzt gerade nicht durchbekommen, weil sie die Kontrolle verlieren, dann haben sie hier ein großes Problem. Weil zum Vergleich, ein kleiner Funfact vielleicht, J-Team macht im Schnitt fast 2.200 Schaden pro Minute, Splice 1.400. Ja, das zeigt, dass du ein sehr aggressives Team ist, aber manchmal fährst du gegen die Wand. Ja, ist auch ein bisschen noch besser, geduldiger zu sein. Ja, Turret Plating sehen wir nochmal eingeblendet, 5 zu... Ja, war es jetzt 5 zu 2 oder war es 5 zu 0 auf der Seite von J-Team, dass sie 0 Gold eingenommen haben. Also bei 2 wären es 320, wenn mich nicht alles täuscht. Was an sich okay ist, aber es ist natürlich für so eine Early-Phase nicht sehr viel Gold, was damit reinkam. Aber wir haben dann teilweise schon gesehen, dass Teams da teilweise über 10 Turret Platings bekommen haben. Hier in der Mitte jetzt erstmal nochmal alles ein bisschen abgesichert. Wir wissen eben, dass der Drake gleich da ist, deshalb auch die Rotation von Splice da jetzt hin. Wobei JT gerade natürlich einen kleinen Vorteil hat, vor allem weil sie jetzt den Botlane-Turm bekommen und sich dadurch goldtechnisch auch nochmal rankämpfen können. Ja, sie haben halt einen relativ starken Einhalt im Powerspike gerade mit Essence Reaver auf der Xayah und eben den Gunblade auf der Kayle. Das sollte man schadenstechnisch nicht unterschätzen. Klar, das Mana-Shield gerade von Humanoid auch voll geworden, aber es ist eben jetzt noch auf Cooldown und Kaiser auf einem Item
ohne die vollgesteckte Träne, ohne das zweite, tut eben noch nicht ganz so doll weh. Das heißt, man kann jetzt hier erstmal bewusst Tempo rausnehmen, diesen Tier 1 zum Botzeit zu verlieren, tut jetzt auch nicht ganz so doll weh. Und jetzt vielleicht auf den zweiten Powerspike arbeiten, wobei man hier auch sagen kann, Gragas ist gerade bärenstark. Also der mit seinem vollgesteckten Jungle-Item hat so viel Burst im Early-Game, um mir wirklich Squishies, wie zum Beispiel Kyle und Xayah, fast bursten zu können. Ja, wenn man es richtig anstellt, definitiv. Frage ist, findet Xerxe die Möglichkeit, beziehungsweise lässt JT das überhaupt zu? Denn die Sache ist, dafür muss J-Team oder ein Spieler von J-Team sich dann wirklich auf einer ganz falschen Position befinden. Hier in der Mitte lauert Xerxe weiterhin. Ist halt so ein bisschen, dadurch, dass JT gerade so defensiv steht, kann man keine Catches finden, kann man keine aggressiven Möglichkeiten wahrnehmen. Aber man kann eben Botlane in den Turm versuchen zu pushen mit einer Wave, die noch recht gut aussieht, recht gesund aussieht. Koala kommt jetzt mit dazu, glaube ich. Humanoid ist ebenfalls da zum Abdecken. Also man weiß, dass Northgren da irgendwo noch lauern muss, aber geht trotzdem rein. Teleport plus Klett-Ult werden da genutzt, um da zu collapsen. Man connectet auch niemanden mit der Klett-Ult. Xerxe jetzt sehr weit drin, aber Laterne. Die Laterne lag noch da, das war wichtig. Kommt da raus, damit hat man nicht gerechnet, aber jetzt mit dreimal Kataklysmus da rein. Northgren in seiner Ult, so sind dann der Stopwatch. Kann da noch ein bisschen Zeit raus und die Ult, die Box kommt da nicht richtig durch. So hilft er nicht wirklich. Chachi jetzt auch nochmal angegangen. Der Schaden, der Knockout da nochmal. Xerxe da hinten, kann nicht mehr viel machen. Koala geht aber down. Mega die Chachi holt sich den Kill und haut zwei Leute in die Wand, das war stark. Und Splice turnt den Fight, die Kombo nochmal defensiv gelohnt und die Humanoid geht down. Denn JT West, der hat hier nochmal Bock, wird jetzt immer das Mountain, das ist dem egal, der kommt da raus. Also ein sehr, ja, chaotischer Fight würde ich nicht nennen, aber ein Fight, der sehr hin und her ging im Endeffekt mit dem besseren Ausgang. Für wen eigentlich? Ja, für Splice. Die haben nämlich jetzt die Minion Wave bekommen in den Tier 1 Turm, haben gerade mehr Möglichkeiten. Es war so wichtig, dass Humanoid wirklich 3 Jahre überlebt hat, gerade jetzt sein zweites Item fertiggestellt und er ist auch mit einem Item die DPS-Maschine schon, wenn er nicht attackiert werden kann. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Also erstmal sehr schöner Engage eigentlich, wirklich. Von der blauen Seite, der Teleport schön synchron eingestellt. Und jetzt will man hier eigentlich Xerxe haben, aber da ist die Laterne und kommt man raus und jetzt auf Hana achten. Der macht das wunderschön, sperrt 3 Leute ein. Allerdings kommt jetzt von der Seite die Gnar-Ultimate, die ein bisschen später kommt, weil man vermutlich noch ein bisschen die Leiste oben gesteckt hat. Aber jetzt hat man eben diesen DPS-Humanoid, kitet um sein Leben, jetzt der Flash-Engage und du bekommst ihn gleich erst down, aber er hat seinen Schaden ja schon rausgebracht und die Mega-Gnar von Visichachi wirklich Zeit gegeben, sich voll aufzuladen und dadurch konnten wir am Ende 2-2 spielen, tempotechnisch das Ganze sogar für sich entscheiden. Definitiv. Und Splice im Endeffekt noch der Gewinner hier aus dem Fall. Cobby auch noch voll mit den Summoner Spells. Das heißt, der kann auch weiterhin schön aggressiv spielen. Hat leider keinen Kill bekommen, aber trotzdem für ihn ein wichtiger Schritt nach vorne. Stopwatch bei ihm auch noch. Also Cobby, im nächsten Fight kann der richtig ausrasten. Ja. Und der nächste Fight könnte sogar in naher Zukunft passieren, denn der Ocean Drake ist immer noch da. Und klar, die Prio dafür ist jetzt nicht mehr so hoch. Also man sagt sich, ja, ist halt ein Ocean, den können wir auch liegen lassen zur Not. Aber irgendwer wird ihn bei Zeiten mitnehmen wollen. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich nochmal einen Fight sehen. Baron auch in 30 Sekunden da. Auch wenn der kein direktes Thema ist, muss JT immer ein Ward da haben, denn du hast vorhin schon angesprochen, Splice könnte theoretisch irgendwann für einen Sneaky Baron gehen. Ja, nah kann das ganz gut tanken, zumindest in der Megaform. Ein Gragas kommt mit seiner Heilung auch ganz gut gegen an. Und du hast schon gesagt, Kaiser zusammen mit Kisupaya macht da echt guten Schaden. Klett-Ult wieder ins Leere, ist halt schade, aber man verhindert somit den Turret-Push. Ja, es war halt eine defensive Klett-Ult, einfach um den Turm zu halten, sonst hätte man hier den Tier 1-Turm verloren. Der ist gerade noch sehr wichtig für J-Team, einfach damit Splice nicht for free für die Jungle-Kontrolle, für die River-Kontrolle gehen kann, für die Deep Wards und so weiter. Das ist einfach nochmal so eine Basis, wo man sich zurückziehen kann, woraus man besser den eigenen Jungle und auch eben den River verteidigen kann. Und das ist eine sehr schöne Rotation von Splice. Ja, aber auf der anderen Seite von JT fragt mich, warum sie das so einfach zulassen. Klar, du hast gesagt, die Klett-Ult in die Mitte, aber persönlich hätte ich dann lieber den T1-Turm. Sie haben sich einfach, ja, sie haben sich halt einfach so ein bisschen verschätzt, glaube ich, verkalkuliert, weil du hast eben gerade einen sehr schönen Split-Push aufgesetzt, du kriegst im Crossland-Play immer jetzt einen Turm, einen T1-Turm auf der Topside, aber du kriegst eben auch noch den Meeresdrachen für Splice und das sind gerade Makroentscheidungen, die Splice für mich deutlich besser trifft und J-Team wirkt gerade so, als würden sie nicht ganz hinterherkommen in ihren Entscheidungen. Sie sind ja gerade mit ihrem vollen Squad quasi in die Mitte rotiert, um diese halben Minion-Wave anzunehmen. Ich glaube, da hätte die Klett-Ult fast schon ausgereicht. Ja, definitiv. Also entweder sie schicken Klett gar nicht erst dahin oder sie schicken nur Klett dahin. Irgendwo hätte man die Ressourcen anders verteilen müssen. So aber Splice, die denken sich, ja gut, das freut uns. Ja, 2.500 Gold Vorsprung, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt sehen wir die Vergleichswerte nochmal auf den einzelnen Positionen. Hier nochmal schön eingeladen an der Seite. Wir sehen Chachi mit 9.000 Gold vorne. Ja, Vergleichswert, sein Gegenüber. In dem Fall war es Rest, hatte gerade mal knapp 7.000, sind 2.000 Gold Unterschied. In der Mitte, Fofo kann sich gut wehren gegen Humanoids, sind da eigentlich gleich auf, genauso Lil V, beziehungsweise Liv und Cobby sind auch in einem ähnlichen Bereich. Also, da kann man mithalten. Die Frage ist nur, wie sieht das in den nächsten Minuten aus? Also kann man da vielleicht sich Vorteile erarbeiten auf einer Seite. Hier nochmal der Hook-Versuch, wird aber durch die Combo
gedodged, beziehungsweise man kommt davon. Aber wir merken schon, also die Catch-Möglichkeiten für Splice sind gegeben. Ja, gerade weil Corby jetzt gerade sein zweites Item fertiggestellt hat und damit auch endlich ein bisschen Schaden macht. Jetzt hier noch die Psy-Hood, das war wichtig. Und Chachi, der hatte auf jeden Fall Bock, das Haus wird immer reingeworfen. Aber man kann das Ganze beteiligen. Dafür ist Xayah ja da, dafür ist Xayah ja gut. Aber das war knapp, also... Das hätte auch ganz schnell nach hinten losgehen können, wenn man da eben connected, aber hat nicht ganz geklappt. Humanoid ist immer Top-Lane. Ja, ist fein. Also sie spielen jetzt einfach weiter in dieses 1-3-1. Humanoid hat ja immer noch seinen Teleport zur Verfügung. Rest zwar auch, aber das muss man eben erstmal verteidigen können. Normalerweise willst du eben Klettier eher nicht gegen Cassiopeia senden. Und in der Mitte passiert halt nicht so viel. Also man merkt schon auch, dass beide Teams jetzt im Midgame langsam Tempo verlieren. Splice war immer noch das aktive, das proaktive Team. Dennoch findet J-Team jetzt langsam bei dem Tempo Antworten und kann das Ganze verteidigen. Sie haben einen guten Wave-Clear über Xayah, du hast es angesprochen. Kaelia inzwischen auch auf 2 Items. Und dann wird es halt irgendwann auch schwierig, einfach wenn im normalen 3 gegen 3, 2 gegen 2 Türme zu siegen. Aber wie sieht Chachi, die hatten da seine Mega-Gnarform gleich. Oh, die waren das vielleicht Tower-Dive. Ja, die Möglichkeit wäre da. Endlich. Chachi sehr aggressiv, da einfach um die Gegner wegzusummen. Der Turm ist gefallen, damit die Mitte jetzt endlich auch geöffnet. Die erste Turmreihe weg. Das heißt, Splice kann sich aggressiver bewegen und kann eben solche Sprache, schwierig, Objectives eben besser vorbereiten. Also der Baron, der ist jetzt für JT super schwer zu erreichen, weil sie einfach erstmal an der gesamten Vision von Splice vorbei müssen und das wird schwer. Es war halt wunderschön ausgenutzt, wirklich von Visichachi, dass Lilith hier noch nicht seine Ultimate zur Verfügung hat. Dadurch haben sie jetzt endlich diesen wichtigen T1 zum Knacken können und können jetzt komplett für die Kontrolle im River gehen und auch vielleicht einen oder anderen Ward im Jungle von J-Team setzen. Aber lauert so ein bisschen für den Catch hier eventuell, aber auf der anderen Seite JT ist da sehr vorsichtig. Man muss auch bei Splice jetzt aufpassen, Chachi ist gerade klein, muss erstmal wieder Rage aufbauen, macht das hier gerade. Koala, der hätte halt die Möglichkeit da reinzugehen, mit einem Flash zum Beispiel, um dann die Combo zu ziehen. Hat natürlich Angst, weil er weiß, er kommt nicht an Corby ran, er würde nur Humanoid gerade bekommen. Aber den als einziges Ziel rauszunehmen wird schwer, denn gerade ist ein Gragas noch stark genug. Ein Nar kann natürlich auch viel machen und vor allem hat Humanoid Möglichkeiten durch seinen Mana-Shit zum Beispiel sich zu schützen, seine Stopwort ist auch noch da, also deshalb hier richtig, dass Koala dann nicht aggressiver geht und ab da, Hana jetzt mal mit dem Kataklysmus nach vorne, Northgren ist da das Ziel, Flash über die Wand am Ende, der Hook geht ins Leere, das war bitter, in der Mitte währenddessen ist Chachi angegangen, der haut seine Stopwatch raus und der wird gleich mega da, da könnte man eventuell noch reingehen, der Flash, er will der auf Flash fallen und der Flash und der haut immer nur einen in die Wand, Rest der Einzige, die Fehler gehen dann nur gut durch, der SG ist gefallen, Chachi geht down, das Fass nochmal, um die Leute zu separieren, aber das ging nach hinten los. Splice soll man sagen, Humanoid war gar nicht da. Jetzt geht er hier alleine rein. Der Hook sitzt nochmal, um die Kombo abzuwenden. Das ist so wichtig. Rest. Wir haben 1 gegen 1 gegen Humanoid. Jetzt immer der Killer. Oh, der Bomber kriegt den ersten Kill. Stopwatches und 2 Leuten gezogen. Aber Hana wird hier fallen. Der nächste Kill für Splice. 2-1 bisher getradet. Koala rennt da oben noch weg. Der ist recht low. Und Splice sagt, es kann gut sein. Jetzt haben keinen Jungler. Baron. Und Koala muss in die Base. Oh, Lilith hat hier einiges an Leben verloren. Mit den Bergdrachen, mit Cassio, mit Korbe. Das Ding schmilzt ja wie sonst was. Wunderbar wirklich von Splice, ihre Comp hier ausspielen. Keine Chance, aber ranzugehen. Und das ist der Baron für Splice. Jetzt haben sie die Möglichkeit, mit dem eben in den nächsten Minuten das Ganze eindeutiger zu gestalten, weiter nach vorne zu gehen und mal gucken, wie sie das hinbekommen. Ja, und wir haben drüber gesprochen, dass beide Teams eine ähnliche Teamcomp haben. Klar, mit eigenen Stärken und Schwächen, aber sie haben ein ähnlich gutes Scaling. Und Splice ist jetzt aber goldtechnisch wirklich vorne. Mit diesem Baron haben sie die Möglichkeit, Tempo zu machen und das Game zu snowballen. Schöner Versuch hier eigentlich von Jarvan. Aber am Ende splittet man sich wie die Chachi kurz vor der Mega-Gnarren. Ein bisschen schade, dass sie wirklich nur eine Ein-Mann-Gnar-Ultimate rausbekommen. Die sehen wir es, er trifft halt wirklich nur Rest. Das ist halt der Tank und dadurch kann man hier nicht mehr wirklich followen. Tumenoid war auch nicht da. Ist die Frage, ist das gut, ist das schlecht? Koala muss jetzt eben raus, aber wenn er mit seiner Ultimate, mit seinem Damage da vor Ort gewesen wäre, hätte man vielleicht diesen Team halt richtig hart gewonnen. Ja, die Sache ist, dadurch, dass JT sich dann selbst überschätzt, kann man es im Endeffekt doch noch recht eindeutig gewinnen. Humanoid macht das dann im Endeffekt individuell auch sehr stark. Der Hook von Northgren natürlich auch nochmal sehr wichtig, sonst wäre die Kombo von Jarvan dann nochmal ein Problem gewesen. Aber so, man hat halt nochmal das Beste draus gemacht. Auf Seiten von Splice hat den Baron bekommen. Das ist sehr gut hier, sehr wichtig vor allem für das Spiel. Denn hier in diesem Game Win würde zum einen den direkten Vergleich gegen JT ausgleichen. Das heißt, die müssten dann, glaube ich, 1-1 stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das wäre besonders wichtig einfach für die spätere Platzierung, auch im Hinblick auf die Tiebreak. Ja, JT hat bisher nämlich nur gegen Jam Esports verloren. Das war so ein bisschen die Überraschung der Gruppe bisher. Zusammen natürlich mit dem Win über FunPlus Phoenix. So, und jetzt geht's langsam ans Eingemachte. 6000 Gold ist man jetzt vorne, der T2-Turm in der Mitte wäre nochmal ganz wichtig. Ah, Humanoid hat gerade seine Ultimate leider eingesetzt ins Leere und dadurch verliert man jetzt nochmal eine Zeitspanne, wo man wirklich auch fighten will.
aber den Baron hat man natürlich trotzdem noch anderthalb Minuten. Also damit sollte man definitiv versuchen, nochmal um die T2 zu mit Top und in der Mitte zu spielen. Definitiv. Ja, man laut so ein bisschen im Jungle. JT jetzt sehr vorsichtig. Müssen sie auch sein. Wir sehen die Rotation nach oben. Fofo sehr weit vorne. Xerx, sie gewinnt da vielleicht Bauch am Rand. Das Fass auch nochmal. Aber jetzt muss die Kellroid kommen. Man kann das Ganze erstmal überleben. Hier erstmal nochmal gelegt, damit man noch nicht davon kommt. Der erste Kill gefallen. Das ist wichtig. Jetzt kommt aber Klett. Der hat Bock. Die Stopwatch sehr früh gezogen. Hier hoch. Sitzt aber nochmal von North gerannt. Die Box ebenfalls aufgestellt. Bei West, der hält mir aus. Wurde jetzt erst das Mounted. Überlebt das Ganze dadurch. Aber trotzdem. Sehr gut gemacht von Splice. Schön kollapsed hier. Und jetzt können sie auf der Toplane den nächsten Turm mitnehmen. Währenddessen in der Mitte Kobi, der war gar nicht mit dabei. Der pusht da einfach fleißig weiter. Splice wirklich ultra clean gerade, wie sie das Ganze machen. Wieder hier Fofo erwischt, der sich da, wieder, war ja das zweite Mal, aber der da einfach zu aggressiv steht. Und ohne eine Kay kann man die Mitte auch nicht verteidigen. Jetzt bringt man die Baron sogar nochmal an die T3-Türme ran. Vielleicht kriegt man hier sogar noch einen. Sie können sich hier auf Top und Mitte wirklich gleichzeitig verlassen. Das ist so schön. Ah, Kobi jetzt hier angegangen. Laterne mal aufgestellt, kann dadurch mit zur Toplane gehen. Xerx jetzt in der Mitte. Und wir sehen schon noch zwei Lanes. Den Druck gemacht, sehr schön den Baron-Buff verteilt. Der hält auch noch eine halbe Minute und wir sehen, der nächste Sturm wird angegangen. Lilf, der kassiert da so viel Schaden. Das ist insane einfach. Über die Distanz muss ich da sofort zurückziehen, muss einfach respektieren. Gut, wenn da einmal die Cassiopeia an mich rankommt, wenn da einmal die Kaiser an mich rankommt, dann war es das mit mir. Toplane in Hibitor-Turm ist jetzt gefallen, da ist der Inhib schon offen und die Mitte ebenfalls ein Ziel. Also, das wird auch noch, ja, der Turm wird auch noch down gehen. Und damit hast du zwei offene Inhibs. Selbst wenn du die jetzt noch nicht direkt bekommen solltest, hast du schon eine gute Arbeit geleistet. Aber kann mit dem Fass hier nochmal gegen Koala reingehen, die kommen genau, und sind noch durch. Man kriegt nur den ersten Gedi now. Aber Fofo hat keine Ult, der wird ebenfalls zwei und Splice verliert zwar seinen Support, kann aber eventuell diesen Fight gewinnen. Humanoid mit dem Javik am Ende rest. Ja, der kann jetzt, das war's. Sag mal, rest in peace. Triple Kill. Triple Kill am Ende nochmal für Humanoid. Und das ist der Inhib und das wird der Win für Splice. Das war sehr, sehr gut gespielt. Ja, teilweise zwar immer noch kleine Hiccups, kleine Aussetzer, aber trotzdem dafür, dass es das erste Spiel dieses Tages war und vor allem im Vergleich zum Spiel der ersten Gruppenhälfte eine deutliche Steigerung. Und das macht sehr viel Hoffnung für die weiteren Spiele von Splice, die jetzt mit diesen 2-2 in der Gruppe mittendrin dabei sind. Das war so, so clean gespielt von Splice. Klar, man hätte nochmal resetten können, aber wenn du den Catch bekommst, wenn du die Mega-Gnagen-Form bekommst und dann wirklich nochmal eine schöne Ultimate raushaust, einfach perfekt von ihnen outplayed. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen, wie wichtig dieser erste Kill auch war auf Gragas, weil sie wollen aggressiv spielen, sie wollen das Ganze snowballen und wenn Splice das nicht zulässt, sind sie einfach das deutlich sicherere Team gewesen. J-Team tut vor allem dann weh, wenn sie von vorne ihre Aggressivität ausspielen können, das hat man hier nicht zugelassen und da kann man Splice wirklich nur loben. Ja, definitiv. Also der Snack hat hier zugeschlagen im doppelten Sinne sogar nicht nur Humanoid mit Cassiopeia, sondern auch Splice insgesamt. Ich habe schon angesprochen, die Gruppensituation dadurch deutlich angenehmer. Ja, stehen ja 2-2. Und der jetzt, glaube ich, sind mit auf dem zweiten. Genau. Also direkt hinter FPX, sind gleich auf mit J-Team. Und Game ist so ein bisschen das Team, das hinterherhängt. Aber ich meine, Splice, ein Win könnte jetzt theoretisch schon ausreichen, um in die nächste Runde zu kommen, je nachdem, wie die anderen Spiele so verlaufen. Da können wir sehr gespannt sein. Das wird noch sehr interessant alles im Laufe des Tages. Das war gerade mal Spiel Nummer 2. Zu diesem Spiel haben wir aber natürlich wieder eine wundervolle Analyse von Menschen, die nicht nur Elo haben, sondern auch einfach gut aussehen. Ich übernehme natürlich nicht den Elo-Part. Den Aussehen-Part wahrscheinlich auch nicht, aber ich habe zum Glück zwei Analysten an meiner Seite, die beides drauf haben. Insofern, Kevin, ne, wie siehst du die weiteren Chancen für Splice jetzt? Weil das Game war auf jeden Fall gut. Sie haben mich nochmal sehr positiv überrascht, auf jeden Fall. Ist für sie jetzt noch der nächste Step aus der Gruppenphase drin? Immer noch schwierig, aber definitiv machbar für sie. Ich denke, es wird einfach heute für fast jedes Team, oder es wird für jedes Team ein Kampf. Ich denke, jeder wird full tryharden und alles geben. Wie gesagt, der Cassio-Pick war übergut. Ich fand den mega gut. Hat super geklappt gegen die gegnerische Teamkombo. Man hat es gesehen. Sehr viel Aggression in der Mitte. Und man konnte auch sehr viel mit dem Jungle zusammenarbeiten. Sehr viel Roams, gute TP-Plays. Also hat mir echt gut gefallen, wie sie gespielt haben. Auch wie als Unit. Norskiren hat mir gut gefallen. Diesmal keine crazy Sachen auf dem Thresh. Gute Hooks teilweise und auch öfter mal die Jarvan-Kombo unterbrochen, also weiter so. Ja, muss ich auch sagen. Also bisher hat sich die Gruppe B als sehr knappe Gruppe dort offenbart, aber ich habe den Eindruck, den ich vorhin schon geschildert habe, nach wie vor, dass Splice einen deutlich besseren Eindruck sogar als Fnatic macht, dass sie da halt einfach positiver herausstechen, auch wenn der letzte Spieltag jetzt nicht so gut aussah aufgrund zweier Spieler, aber genau diese beiden Spieler haben heute eben gut performt. So, und jetzt kann man natürlich darüber rätseln, war es der Comfort-Pick? Ja, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, Cassio war halt das letzte Mal auf Humanoid schon insane gut, hat auch diesmal wieder hervorragend funktioniert, auch mit Hook-Champions, die halt nicht all-in reingehen müssen, hat Norskirin ein bisschen mehr Feinfühligkeit bewiesen, um es mal so auszudrücken. War
war ich sehr positiv überrascht. Da kam natürlich jetzt auch noch so ein bisschen in die Karten, dass Klett vielleicht Level 1 ein bisschen geintet hat, wodurch die erste Lane halt schon vorentschieden war, nahe ganz in Ruhe ins Game reinfinden kann und dann halt auch in den Teamfights so ein bisschen für eigene Entscheidungen gesorgt hat. Ja, in der entscheidenden Fights kannst du uns gerne direkt präsentieren über das Pyro-Tool. Genau, wir machen den ruhig mal ein bisschen schneller, den Fight, ne, damit wir nachher noch ein bisschen mehr Zeit haben. Hat sich ja sehr lang gezogen und war durch viele individuelle Dinge geschildert. Jarvan ist zum Anfang direkt mal engaged, dadurch fehlt schon mal die erste Ult-Kombo, war hier eher irrelevant, dass er den Engage gefunden hat. Zwei Leute im Kataklysmus, einer der Strauß, der andere hat halt die Möglichkeit, mit dem Flash über die Wand zu gehen, trifft den Hook danach nicht, bis dahin erstmal sehr irrelevant. Vizicacci ist da so ein bisschen in der Flanke mit Klett am Techtelmächtelchen, aber hier ist jetzt wichtig, er geht in die Stopwatch rein, na, und ihr müsst eigentlich bloß auf diesen gelben Balken achten. Der gelbe Balken ist so, lass mich lügen, 80% gefüllt, also dieser Ruhm oder wie auch immer es bei Klett heißt. Strange, ne? Oder? Wie? Rage einfach nur. Ich glaube, das heißt irgendwie anders. Ja? Aber ich glaube, Ruhm war das nicht. Irgendwas so. Ich meine, es ist Rage, er wird sauer. Story auf Englisch heißt es, glaube ich. Ist ja auch egal. Na, ihr wisst auf jeden Fall, Mega Nark steht kurz bevor. Und hier ist ehrlich gesagt sehr fantastisch, wie jetzt der AD Carry reagiert. Also, das Xayah, ne, ich gehe da erstmal mit der Lupe noch schön hinterher, dass jetzt auf die Flash-Nah-Ultimate-Kombo und klack, instant ultet, ist, finde ich, wunderschön. So, das siehst du halt so selten. Und dadurch, dass sie quasi, um sie nochmal zurückzumachen, dadurch, dass sie instant ultet, wird sie nicht CC'd und gleichzeitig hast du quasi die Möglichkeit, diesen ganzen Bereich halt komplett wegzusauen. Da kann keiner reingehen. Und genau das ist so ein bisschen das Problem, weil hier hinten steht ja das Team, das auf den Stun followen könnte. Aber sie können eben nicht reingehen, weil sie die Federn respektieren müssen. Und das ist halt sehr gewieft gemacht. Dadurch steht jetzt Vizicacci ein bisschen alleine vorne, die Federn werden zurückgezogen, er wird direkt geburstet, das Barrel ist danach halt eher schön. Was wir vielleicht die ganze Zeit so ein bisschen ignoriert haben, ist die liebe Cassio. Denn Humanoid ist so der stille Held des Teamfights. Erst so unter die ganze Zeit Alistair an der Flanke raus, der jetzt hier auch rüberflashen musste. Und jetzt guckt euch mal diese Mechanics an. Das ist einfach wunderbar. Klärt Flash nach vorne, will ihn andashen, ist vorher Miasma drin, muss danach rausgeben, wird sofort in die kleine Form gebracht, er ultet, geht jetzt in die Stopwatch rein, um da halt nochmal gut Zoning rauszubringen. Und Cassio ist danach halt anschließend ein sehr guter Champion. Er hat halt überlebt, um den Nashor auch zu kriegen. Und damit war das Ding dann eigentlich geritzt. Kann man sagen, dass mit Humanoid die Performance von Splice steht und fällt? Weil bei ihm war ja jetzt die gute Performance auch ausschlaggebend. Also es ist bei jedem Team wichtig, einen starken, soliden Midlaner zu haben. Das merkt man einfach immer wieder. Es ist das Core des Teams oder es ist Core des Games an sich. Mhm. Midlane bestimmt, ob der Jungler halt sehr viel machen kann im River, ob er im Jungle wichtig ist. Die Rotations auf Top- und Botlane sind vom Midlaner abhängig. Die Vision, die aufgebaut wird. Also wirklich, der Midlaner dirigiert sehr viel in dem Game. Das heißt, wenn er underperformt, dann ja, stehst du und fällst, ob man gewinnt oder verliert natürlich. Ja, also Humanoid aus diesen Champion sehr gut gefallen. Cassiopeia, wie gesagt, für mich komplett weird, dass diese Champion so selten gepickt wurde bis jetzt, weil gegen so viele Teamcoms so stark ist, die wir gesehen haben. Vielleicht deswegen, sehen wir sie nachher auch nochmal. Hoffentlich. Ne? Gucken wir. Wir können nochmal ganz kurz, bevor wir in die Pause gehen, auf die Predictions gucken, weil mich interessiert, habe ich für Splice getippt oder nicht. Weiß ich nicht mehr, wer das? Ich habe für J-Team getippt. Wer hätte es gedacht? Ne? Unehre! Ja, schade. Aber wir machen jetzt wieder ein Päuschen, Leute. Oh, wir sehen uns wieder mit der nächsten Begegnung. Eis ist dabei, ordentlich aufzuholen. Mal sehen, wie die nächsten Games aussehen werden. Bleib dran. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. V. Die Versicherung mit dem Plus. Karl jetzt in der Flanke. Das ist so stark hier. Und jetzt wird zerstört. No Double Knockout. Triple Kill am Ende doch noch. Für die Kaiser. Der Scheiß einfach stupid gut. Karl geht da rein mit der Ultimate. Und Nick ist schon mal down. Das scheint mal alles, das ist zu sehen.
fight. We came to win. We lost before, but never again. Back on our grind, you know what it is. We gotta win.